Hey Leute und willkommen zu einem neuen Part von Fire Emblem. Ich bin gerade so müde wie noch nie, als ich aufgenommen habe. Einfach weil ich wirklich gerade eben erst aufgewacht bin. Aber ja genau. Die Sache ist halt, warum kann ich die nicht grüßen? Hallo Star. Aber die Sache ist halt, ich habe dieses Wochenende was vor. Und weil ich dieses Wochenende was vorhabe, wird es wahrscheinlich einfach nicht gehen, dass ich zwei Videos rausbringe. Und genau deshalb nehme ich jetzt auch auf, weil ich statt etwas früher heute bringen würde, das Fire Emblem Video. Nein, weil dann kann ich gucken, dass ich heute Morgen ein Video bringe, morgen Abend ein Video bringe. Und die anderen zwei Videos werde ich gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme, dass ich ein bisschen mehr aufnehme und die dann an einem anderen Tag bringe. Ja, rufen werden wir noch keinen Helden, wir haben ja gerade mal 6 Sphären und ich zeige euch das mal kurz. Die Sphären sind verdammt teuer. Allein für eine ganze Beschwörung, wenn man eine Beschwörung machen will, so 5 Beschwörungen machen will, dann muss man 13 Euro ausgeben. Das ist halt echt nicht wenig. So, Spezialkarten haben sich auch wieder geändert. Also müssen wir die Spezialkarten nicht machen, weil wir ja Riss haben. Was für ein Zufall. Ja, dann würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter. Aber mir ist gerade was eingefallen. Ne, wir leveln nochmal kurz und dann gucken wir, ob wir mit den guten 5-Sterne-Leuten, also Roy und dem guten Hawkeye. Oh. Du bist faszinierend. Ihr habt euch den Weg zu mir freigekämpft. Prinzessin Veronica sagte, die Wächter von Asgard nutzen die Kraft eines legendären Beschwörers. Dies ist wahrhaftig der Fall. Dennoch werden wir euch nun Einhalt gebieten. Das glaube ich kaum. Laszlo, Harry, zeigen wir ihnen, dass wir ihre Kraft nicht unterlegen sind. Okay. Axtkämpfer der Random ist Laszlo, Xander, Perry. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht wirklich, dass ihr eine Chance gegen mich habt, ihr Läppis. Tut mir leid. Aber es ist halt einfach so. Let's go. Yes. Of course. Okay. So. Und ich meine, Leute, guckt euch das an. Okay. Die kommen halt schon echt weit, was ziemlich nervig ist. Okay, das sieht komplett anders aus als im normalen Spiel. Das auch, da finde ich die Augen irgendwie ein bisschen komisch. Aber Xander sieht eigentlich ganz okay aus. Der sieht eigentlich ganz okay aus. So, wie viel machst du denn? Okay, wir können, wie es aussieht, ganz einfach reinrennen. Auf geht's, Hawkeye. Geh mal einen Treu drauf. Der hätte 50 Schaden gemacht. Der Typ ist so überkrass, das ist unfassbar. Ja, aber Tiki bekommt ganz schön aufs Maul. Ah, die hat eine ziemlich gute Resistenz. Ja, okay. Xander bekommt trotzdem Fett 1 drauf. Laszlo sollte auch kein Problem sein, dann ziehen die Tiki mal ein bisschen nach hinten. Oh. Ja, okay, komm. Jetzt überspringen die. Das war gar nicht mal so dumm. Hawkeye ein Axtkämpfer ist. Respekt für diesen Zug, mein werter Gegner, der Computer ist. Yes. Tschüss, Perry. So, und jetzt will ich die Fähigkeit von Roy. Zack. Was los, Junge, was los? Okay.
Stage Clear. Da wird also wieder dieses Kapitel geschafft. Okay. Ihr habt gut gekämpft. Ich gebe mich geschlagen und das bedeutet, der Kontrakt wurde gebrochen. Jene aus meiner Meld sind nicht länger gezwungen, gegen euch zu kämpfen oder in das Königreich Asgard einzufallen. Aber ich bleibe an der Seite der Prinzessin. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, werde ich euch besiegen. Okay, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass wir als nächstes in der Welt vor Roshido gegen irgendjemanden kämpfen. Jetzt still! Psst. Scheiße, Alter. Wie kann ein Held wie Xander nur so loyal gegenüber jemandem wie Veronica sein? Es gibt Helden, die helfen denen aus unserer Welt ebenfalls aus freien Stücken. Ihr strahlt etwas aus, mit dem ihr es schafft, die Helden schnell für euch zu gewinnen. Ihr besitzt damit eine äußerst seltene Gabe, Nils. Zwei meiner besten Freunde sind Helden, deshalb bleiben sie bei uns. Ich wünschte, ich hätte mehr Freunde wie sie. Ich habe dir das schon mal gesagt, Sharina. Helden sind keine Freunde, nur Verbündete. Du solltest ihnen nicht zu nahe kommen. Jetzt, pst, still. Ach du, sei doch nicht gleich so kratzbürstig. Du sagtest doch nur, weil du irgendwann einmal einem Helden sehr nahe gestanden hast. Und dieser Held ist dann nach Hause gegangen. Das reicht, Sharina. Ich hab doch recht, oder etwa nicht? Lass uns das Thema wechseln. Wir sollten längst auf dem Weg zum Schloss sein. Es wartet mit Sicherheit schon eine andere Mission auf uns, auf die wir uns vorbereiten müssen. Da gebe ich ihr recht. Nice. Next Story Kapitel. Warte mal kurz. Ja, das dachte ich mir. Och du Scheiße, die Welt von Binding. Binding Blade, oder? Kann das sein? Royd gegen Royd, Alter. Ich wreck dich easy weg. So, wir können jetzt ein bisschen mit der Story durchrushen für diesen Part. Ihr müsst Prinz Alfonso sein, aus dem Königreich Aske. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ich bin Roy. Ich weiß, ich sehe jung aus, aber ich führe im Auftrag meines Vaters bereits Verstruppen an. Luke, haha! Macht es leiser, ich nehme gerade auf! Mir ist klar, dass es nicht gerade sehr vornehm ist, die Klinge gegen ein Mitglied einer anderen königlichen Familie zu richten. Aber ich fürchte, wir sind alle per Kontrakt dazu gezwungen. Ich hoffe, ihr vergebt mir, was ich tun muss. Okay, Roy und drei unnötige Einheiten. Übrigens, das tut mir... Oh, es ist die Musik. Tut mir leid. Ja, ich finde das einfach nur sau cool, dass die Musik von Binding Blade jetzt auch noch da drin ist. Also von dem Spiel. Das finde ich toll. Sicher echt cool. Ich soll aber vorrushen. Scheiß drauf, Alter. Wir machen das so. Oh. Tja. Die sollen ja ein bisschen leveln, auch wenn sie jetzt schon stärker sind als an anderen. Versucht er gerade Roy umzubringen? Und das war reiner Selbstmord, Freundchen. Das war reiner Selbstmord. Level Up für Roy. Das war doch mal ein fettes Level Up. Genau, so muss man das machen. Sehe ich auch so. Okay, er will also auf Hawkeye, aber das werde ich verhindern. Oh, das ist ja ekelhaft, Mann. Der hat richtig beschissene Fähigkeiten. Tut mir leid, aber für solche Fähigkeiten, das darf ich nicht machen. Das ist... Oh.
Luca! Ich hab doch gerade gesagt, ich nehme auf, Mann! Das hört man in der Aufnahme! Eure Gruppe ist stark, so wie man berichtet. Aber unser Kontrakt wurde noch nicht gebrochen, daher werde ich euch wiedersehen. Ja. Zwei Edeldamen. Okay, Lin ist es nicht, das sehe ich schon mal. Zwei Edeldamen. Das ist doch sogar das falsche Spiel, Mann, bin ich irgendwie komplett behindert? Ey, sorry, ich bin gerade einfach nur ein bisschen müde. Hallo, Cecilia, hallo, Clarine. Okay, wie machen wir das? Hier haben wir grünes Buch, also Axt und Lanze. Da wäre Hawkeye ziemlich passend und Durable wäre eigentlich auch passend. Schicke ich Hawkeye hier lang, mit Tiki, ihn schicke ich da lang. Das ist keine Absicht. Okay, dann markieren wir mal die Gefahren zu. Oh. Er hat 10er Resistenz, er hat eine 9er Resistenz. Schuss, bestellen ihn einfach mal hier hin. Ich habe einen zu wenig bewegt, das ist nicht gut. Ach, die können auch alle beide angreifen. Yes. Hawkeye, dein Einsatz. Yes. Yes. Die werden doch jetzt sowieso kommen, also von dem her kann ich den auch draußen lassen aus dem Gefecht. So. Hallo, Kladeina. Wenn ich mich nicht recht entsinne, war das doch die kleine Schwester von dem Prinzen, der irgendwie bei seiner Mutter wohnte, die richtig angepisst war wegen dem Vater von ihm und der dann, glaube ich, sogar mal böse geworden ist, weil er dann die Macht übernommen hatte, weil er halt der Prinz ist. Und dann ist der irgendwie richtig angepisst geworden. Und keine Ahnung mehr. Irgendwie sowas war da. Irgendwie sowas. Muss ich mir das nochmal angucken. Aber ich weiß auf jeden Fall, das war die Schwester von meinem Prinzen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Bloß ist die jetzt halt, wo Roy im Spiel ist, erwachsen geworden, weil Ellie Wood, Lynn und Hector sind halt auch nicht mehr so Kinder oder halb erwachsen halt so, sondern die sind jetzt auch schon erwachsen gewesen und der Bruder, der ist dann auch erwachsen gewesen und Wüstendrache hört sich nicht gut an, hört sich das an wie Ray, Faye und Sophia. Okay. Ich habe einfach nur Wüste gehört und habe dann mit Hawkeye gerechnet. Glücklicherweise nicht. Ey, ist es cool, was die für eine Verteidigung und Resistenz haben. Das gefällt mir halt echt ziemlich gut. Okay, machen wir das so. Jetzt still da oben. Ich habe sogar die eine Gruppe stückweise zur Hölle. Was ist das denn für ein Hühnchen? Was war das denn für ein Hühnchen? Alter, ey. Ein Level Up für Roy. Ach, immer dieser Standardspruch wieder, also. Dann hau mal Ray mal weg, du. Zack, Junge, was ist los? Aber welchen Level haben die denn eigentlich? Level 6? Ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt demnächst einfach mal ein bisschen die Story weiter zu rutschen. Also rushen. Um halt das Levelverhältnis auszugleichen. Roy und Hawkeye würde ich halt gerne dabei mitnehmen, aber wie es aussieht, geht es einfach nicht. Wie es aussieht, muss ich wirklich das Team wechseln. Ach, das tut mir echt weh. Da habe ich nämlich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Ja. Oder ich gucke einfach mal offscreen, wie das denn so aussieht mit der Hard Story. Level Up für Tiki. Standardspruch. Wie das mit diesem Team in der Hard-Variante aussieht. Ob die da weiterkommen. Kämpft da ein bisschen.
kämpfe hier auch ein bisschen, eventuell, nee, wahrscheinlich nicht. Ich kämpfe wahrscheinlich hier ein bisschen offscreen weiter, um zu gucken, ob ich in der Hard-Variante irgendwie weiterkomme. Aber ganz ehrlich, ich... Nein. Das wäre Kacke. Ich schalte doch sowieso erst die neuen Kapitel frei, wenn ich das in der Normalvariante mache. Ja, wir müssen auf normal weiterspielen. Das ist. Ist halt so. Scheiße. Handy runtergefallen. 16 Minuten, das heißt, wir können noch weitermachen. Familienbande. Okay. Mal gucken, was auf uns zukommt. Vier, die kenne ich noch. Shanna und Bartel. Ich habe seinen Namen gehasst. Aber er war, glaube ich, sogar ziemlich stark. Er lag zum Großteil daran, dass er Krieger war. Aber ich habe seinen Namen trotzdem gehasst. Einfach nur, weil das so ein... Nein. Einfach nur, weil es so ein komischer Name war. Ich habe seinen Namen gehasst. So. Naja, Bogenschütze. Bartel macht sich selbst das Leben schwer. Und da kommt Roy und bringt ihn um. Und dann war's das mit Bartel. Okay, ach komm. Ich hab Hawkeye extra rechts hingestellt, damit die Frau kommt. Let's go. Jetzt ist Hawkeye sogar. Oh. Dann mach du mal kurz 4 weg. Sorry, Frau Schwertmeisterin. Das wäre auch ein Grund, jetzt sei still. Das wäre auch ein Grund, warum ich gerne Lin gehabt hätte, weil sie halt eine Schwertmeisterin ist, um zu gucken, ob das Spiel auch sowas wie Ausweichen drin hat, weil das ist ja eigentlich also ziemlich die einzige Stärke, die, weil das ist ja sogar diese, das ist eigentlich die große Eigenschaft, mit der die Schwertmeister punkten. Schnelligkeit, im Sinne von schnell ausweichen und sowas und dafür dann halt auch noch Stärke und Crit Rate. Aber irgendwie sehe ich davon gerade überhaupt nichts. Ist schade. Alles unfair. Ja, komm, machen wir das noch schnell. Falls das nichts wird, ich nehme gleich nochmal meinen Part auf. Okay. Meine Freunde, Prinz Alphonse und seine Gruppe sind angekommen. Wir müssen unser Bestes geben, sie zu besiegen. Wie seltsam, dass wir nur dann frei vom Kontrakt sein können, wenn wir das nicht schaffen. Dennoch werde ich meine ganze Stärke in dieses Schwert legen. Und du, Liliana, musst deine gewaltigsten Flammen fesseln. Da ist sie doch, die Flammenmagierin. Okay, vielleicht doch nicht lila. Aber lila blau. Hallo Liliana. Gwendolyn. Ich hab ihren Vater gehasst, einfach nur weil er so scheiße aussah. Ich hab den irgendwie nie mitgenommen, einfach nur weil er so scheiße aussah. Ich meine, ey, Junge, das sah einfach nur so kacke aus. Diese komische Kackfrisur, ey, das ist so, boah, ekelhaft. Boah. Das war ein ziemlich guter Zug, das muss ich zugeben. Letztendlich will Liliana zuerst wegmachen. Lelina. Still jetzt. Dann kommt er, haut die weg. Also, ey. Hallo Gwendolyn. Hallo. Okay. Troubadour heilt Roy. Roy begeht Selbstmord. Level up für Roy. Nicht schlecht, aber ich kann das sicher noch besser. Oh. Damit, dass Roy so fett aufs Maul bekommt, hätte ich echt nicht gerechnet. Okay, Roy ist auf Level 10. Tiki ist momentan die am wenigsten Erfahrung hat. Und danach Abel.
Das heißt, wir können wieder alle so benutzen, wie, wie wir sie davor benutzt haben. Ich find's echt irgendwie schon krass. Roy macht fast doppelt so viel Schaden wie Abel. Egal, ob Abel doppelt trifft. Sogar mit der Kriegerlanze macht Roy doppelt so viel Schaden. Aber hier, an dieser Stelle, werden wir im nächsten Part weitermachen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Bis dann und ciao.